Ich habe immer in meiner Kindheit gedacht, Mama hat einen Beruf. Die war Redakteurin in der Zeitung, Tageszeitung, der Mittag und Geld verdient. Und Papa nicht, der hat gemalt. Otto Pankok wurde am 6. Juni 1893 in Mülheim an der Ruhr als jüngster Sohn des Sanitätsrats Dr. Eduard Pankok und seiner Ehefrau Marie geboren. Er war Maler, Grafiker und Bildhauer. Seine Arbeiten werden dem rheinischen Expressionismus zugeordnet. Wenn er malte, freute er sich, wenn einer daherkam, Mensch, Hund, Katze, Vogel, irgendwas Lebendiges wollte er ja gerne in seinen Landschaften. Ne? Erhalten sind über 6000 meist großformatige Kohlezeichnungen, ein grafisches Werk von etwa 500 Lithografien, 800 Radierungen und 800 Holzschnitten sowie über 200 Skulpturen. Schon früh fand Pankok zu seinem Hauptmotiv: Menschen in Armut, in Ausgrenzung und Bedrohung. Pankok stellte seine Kunst gegen die bürgerliche Kunst der Kaiserzeit, orientierte sich in Werk, Haltung und Lebensweise an dem jungen Vincent van Gogh. Er teilte die harten Lebensbedingungen seiner Modelle und lebte eine zutiefst humanistische Perspektive. Geprägt von traumatischen Fronterfahrungen im Ersten Weltkrieg, schließt sich Pankok 1919 der Künstlergruppe Junges Rheinland an. 1921 heiratet er die Journalistin Hulda Droste. 1925 wird Tochter Eva geboren. Das nationalsozialistische Regime zählt Pankok zu den entarteten Künstlern. Er wird, wie auch seine Frau, mit Berufsverbot belegt. Pankok flüchtet in die innere Emigration und in ländliche Rückzugsräume, wo er trotz Verbots und Verfolgung weiter malt und andere Verfolgte unterstützt. Nach dem Krieg erhielt er einen Ruf als Professor an die Kunstakademie Düsseldorf, wo er bis 1958 lehrte. Zahlreiche Reisen führten ihn in die Länder des ehemaligen Jugoslawiens und nach Frankreich. Er blieb ein gesellschaftskritischer Künstler mit klaren humanistischen Zielen und Lebensstil. Sein Holzschnitt »Christus zerbricht das Gewehr« wurde zu einer Ikone der Friedensbewegung. 1958 kauft er Haus Esselt in Hünxe, wo er noch 8 Jahre lebte und arbeitete. Otto Pankok starb am 20. Oktober 1966 in Wesel.